Hey du, schön, dass du eingeschaltet hast. Guck dir diesen Himmel an. Hier ist noch ein bisschen verhalten, aber wenn wir die Kamera drehen, wird es einfach wundervoll, gigantisch. Live sah es natürlich auch nochmal anders und nochmal verrückter aus. Wir sind in diesem Video in Canet de Mar, wo ich so lange Zeit gewesen bin, im Frühjahr bis zum Frühsommer. Und ja, ich gebe kein Intro. Das ist jetzt unser kleines Intro-Video, das heißt ein kleiner Vorgeschmack. Es gibt ein bisschen Akrobatik am Strand. Oben rechts sieht ihr mein Sur auf der Kante liegen. Aber ich kämpfe mir erstmal den Weg barfuß über Dornen und ein bisschen Müll, der leider irgendwie vorhanden ist, immer auch in der Natur, zurück zum Strand. Ey Papa, Finger weg. Danke. Ja, auf jeden Fall ist das der letzte Tag gewesen oder der letzte Abend in Canet de Mar, bevor wir abgereist sind. Und ich habe noch ein Video gedreht mit dem Sur auf einem kleinen Plateau am Strand und bin danach einfach mit dem Kleid nochmal Richtung Wasser gegangen. Weil ich dachte, komm, es ist ein schöner Himmel, nehmen wir einfach mal diese wunderschöne Stimmung mit und machen da einfach ein paar Aufnahmen. Und der Plan war eigentlich von da bis zum Wasser flickflacks durchzumachen, aber da war so eine Kante, das war ein bisschen gruselig. Und dann habe ich es aber nochmal gemacht und dann habe ich leider merken können, Kante ist gar kein Problem, aber die Kamera folgt nicht so ganz, wie sie sollte, weil das, ja, über die Kante filmen sehr schwierig ist. Deswegen haben wir das dann etwas verändert und haben dann später nur noch an der Kante gemacht. Aber ich wollte euch erstmal das Meer zeigen und den Horizont, dieses wunderschöne Licht und natürlich auch mein altes Kleid, was eigentlich für die Straße ist, um Shows zu spielen. Aber macht sich auch am Strand ganz gut. Würde ich so natürlich nicht tragen, habe ich jetzt nur angehabt, weil ich halt vorher diesen Videodreh hatte. Ja, und diese Zeit, die ich jetzt am Meer verbracht habe, weil das waren ja schon ein paar Monate, wo ich jetzt immer wieder am Meer war, also eigentlich die ganze Zeit, war auch sehr wichtig und sehr gut für mich, um einfach mal runterzukommen. Weil ich habe tatsächlich die letzte Zeit, die letzten zwei Jahre ja wirklich sehr, sehr viel nur am selben Ort verbringen müssen, dürfen, wie auch immer, weil ich halt nicht arbeiten gehen durfte wegen Corona. Ich hatte zwar immer wieder Jobs, aber die wurden ja zum Teil zwei Tage vor Auftritt wieder abgesagt, was einfach auch ein bisschen mit der Psyche macht. Und deswegen habe ich mir diese Auszeit gegönnt. Schaut euch den Himmel an, Papa findet es auch toll, macht auch erstmal Fotos natürlich. Und diese Auszeit sich zu nehmen, ist einfach super. Man kriegt so viel mehr Kraft und so viel mehr Energie, wieder so richtig das Gefühl, ja, das ist es. Gerade wenn man die Zeit in der Natur verbringt, finde ich, kriegt man auch nochmal ein anderes Gespür dafür, weil die eigenen Probleme, wenn man auf den Horizont guckt, von irgendwo oben runterschaut, diese ganzen menschlichen Probleme, die werden so nichtig, sie werden klein. Und man kann versuchen oder man kann das Leben viel einfacher zu genießen, als wenn man jetzt immer auf irgendwelche Probleme achten würde. Und dann ist es irgendwann sorgloser, so wie quasi in diesem Video, wo ich einfach an dieser Kante dann irgendwelchen Quatsch mache, um dann, ja, nach unten Richtung Wasser zu flippen. Und diese Bilder waren einfach so schön. Ich dachte, mach so ein Video, ein schönes, und habe dann halt verschiedene Versionen davon gefilmt. Aber dann letzten Endes dachte ich mir, die sind irgendwie alle unterschiedlich, aber trotzdem schön. Und deswegen habe ich sie dann doch, ja, jetzt fast alle mit in dieses Video aufgenommen. Weil ich meine, der Himmel verändert sich, der Wind ist auch immer anders. Und deswegen, ja, paar in Slow-Mo und paar schneller, weil das mit dem Flattern vom Kleid und den Haaren irgendwie tolle Bilder erzeugt. Immer mit dem Blick Richtung Horizont, Richtung Freiheit. Auch wenn ich jetzt tatsächlich gerade in meinem Zimmer wieder zurück in Essen bin. Aber ich habe diese Bilder im Kopf und das Gefühl dazu. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Und das wollte ich dann auch mit euch teilen. Weil, ja, ich bleibe jetzt erstmal hier. Hab's sehr genossen, unterwegs zu sein. War richtig glücklich. Das kann man jetzt vielleicht auch an meinem Gesicht sehen. Am Anfang war ich noch ein bisschen frustriert, weil das mit den Videos nicht so gut hingeklappt hat. Mit dem Sur. Aber es sind trotzdem tolle Aufnahmen geworden, auch wenn die Sonne mal weg war, mal da war. Das Meer entscheidet sicher eh immer dafür, einem glücklich zu stimmen. Auf jeden Fall ist es bei mir so. Und ja, ich erzähle euch dazu jetzt einfach nochmal was in Realtime, nachdem ich ein paar Grimassen geschnitten habe. Mögt ihr das auch Grimassen schneiden? Ich mag das voll gerne. Liebe Grüße aus Canet de Mar. Das ist mein letzter Abend hier. Und eigentlich deswegen habe ich ein Kleid an, oder besser gesagt das Kleid, mit dem ich performe.
diesem Plateau. So wie man sieht, wenn man nicht mehr mit der Sonne filmt, obwohl der Himmel gigantisch aussieht, dann ist tatsächlich nicht mehr die beste Qualität. Ich zeige euch trotzdem nochmal den Himmel. Schon cool, oder? Dieser Himmel! Oh mein Gott, dieser Himmel! Ja, das mit dem Singen sollte ich nicht tun. Oh mein Gott, dieser Papa! Ein Hero läuft den Berg hinauf. Das sind Toren. Da über das Brett laufen ist besser. Ja. Nimm mal die Arme hoch. Sieht toll aus mit diesem Schatten, mit diesem Himmel. Ich find's einfach genial. Cool. Da oben Handstand drauf wäre bestimmt auch geil. Ja, den Handstand habe ich leider nie gemacht. Aber dafür gibt's jetzt quasi nochmal final ein letztes, kurzes, längeres Video und ein Outro. Dementsprechend, also meine Empfehlung, wenn dich irgendwas bedrückt, einfach in die Natur, in den Wald, auf Felder, an den See, ans Meer und danach wird es dir besser gehen. Definitiv, definitiv, das gibt dir Kraft und Lebenslust. Ja, und jetzt beginnt der Abspann. Diesmal ist dieser Abspann tatsächlich in Form von ja, demselben Video. Allerdings ist es so, dass ich jetzt einfach nur noch hin und her laufe, dir einen wunderschönen Abend wünsche oder einen Tag, je nachdem, welche Uhrzeit du das anschaust. Ja, links und rechts siehst du jetzt noch ein paar andere Videos von mir. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, bitte, bitte, bitte einmal auf Abonnieren klicken. Das hilft mir sehr, denn ich möchte meine 1000 Abonnenten erreichen. Und wenn du mir dabei helfen möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Also gerne nochmal links und rechts teilen, damit deine Freunde, Familienmitglieder das einfach auch machen können und vielleicht auch ein paar schöne Bilder von mir sehen.